Ja, hallo, hallo. Ja, wieder mal ein kleines Video, ein kleines Update über meinen kleinen Unfall. Ja, heute mal ein bisschen kurz gefasst und schlichter. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, was ist denn das für ein Auto? Ja, ich musste das Auto von ADAC abgeben. Und ja, jetzt habe ich hier einen netten VW Passat Comfortline bekommen. Ich glaube knapp 150 PS TDI. Macht Spaß. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin positiv überrascht. Also das hätte ich nicht erwartet, dass dieses Auto ja erstens Spaß macht und zweitens, dass das Auto so gut verarbeitet ist. Also also für mich persönlich ist es nicht so gut, wie ich es mir vorstelle oder erhofft habe oder wo ich verstehen kann, okay, deswegen sagen die Leute, VW ist deutlich besser verarbeitet als wie amerikanische Autos. Das hört man ja sehr oft. Das ist es nicht, also das kann ich nicht bestätigen, aber es ist wirklich sehr nett, also wirklich sehr cooles Auto. Ich habe mal geguckt, was das Auto so neu kostet. Etwa 24.000 bis 25.000. Oh, boah, ist eigentlich wirklich cool. Verbrauch ist auch nicht schlecht. Also der verbraucht etwa 5, 6 bis 7 Liter, je nachdem wie ich fahre. Ich fahre ja relativ sportlich. Und ja, es ist alles stimmig. Also ich muss schon sagen, auch hier so, hier wenn man hier so bei so Navi guckt und so dieses ganze System, das ist eigentlich wirklich nicht schlecht gemacht. Auch hier, jetzt machen wir hier mal kurz das Autoschirm an. Hier so auch hier das Instrumententafel, hier was man so einstellen kann, was mir auch gut gefällt, ist Abstandstempomat und so Sachen. Das habe ich ja jetzt so bei den Deutschen noch nie ausprobiert, bei den Amis kenne ich es ja schon. Auch Start-Stopp-Automatik finde ich richtig cool. Ja, es ist wirklich ein cooles Auto. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Also ich bin positiv überrascht. Und ja, das ist ein ganz schöner Upgrade zu Mercedes, so schlimm es jetzt eigentlich klingt. Aber der Mercedes war echt, ja, eine fertige Kiste, meiner Meinung nach. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal noch draußen nach. Es regnet jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so dramatisch. Oh, die Hühnis. Die interessieren sich auch fürs Auto. Was sagen Sie dazu? Bock, bock, okay. Sehr gut. Was auch geil ist, ist der Kofferraum. Der ist echt groß. Also, den finde ich mega. Also, der geht ganz schön weit rein. Zwar nicht so hoch, aber das ist echt Platz. Letztens sind wir zu fünft mit dem Auto zum Tierpark gefahren. Da war ja schönes Wetter. Und ja, und das war eigentlich kein Problem. Die Leute hinten hatten relativ viel Platz. Auch vorne war gut Platz. Also wirklich cool. Von vorne wirklich schick. Also hat schon was. Und die ersten zwei, drei Gänge, die haben auch wirklich Dampf, also da war ich echt überrascht, als ich das erste Mal richtig aufs Gas gelatscht bin. Schauen wir uns mal den Motor an. Ich habe den jetzt selber auch noch nicht gesehen. Ich habe den ja jetzt erst seit Samstag. Ja, Samstag. Ja, Freitagabend ist der gekommen. Genau, ein kleiner TDI. Kompakt. Oh, schön. Ja, echt ein gutes Auto. Auch die Bremsen wirklich gut, die Lenkung ist klasse gemacht. Also wirklich. Ja, für 25.000 Euro könnte ich mir sowas wirklich auch vorstellen, ich als Ami-Fahrer, so für einen Alltag oder sowas. Ja, es überrascht mich, also es verblüfft mich, es enttäuscht mich ein bisschen. Aber ich finde es okay. Also wirklich, das Auto hat mein Lob verdient. Es ist nicht so, dass mein Traumauto oder sowas, wo ich sage, oh geil, das ist mein. Das will ich jetzt unbedingt haben, aber vom A nach B zu kommen, perfektes Auto. Also wirklich geil. Muss ich wirklich loben. Ja, das war es eigentlich auch schon soweit. Dodge hat jetzt neue Reifen bekommen, neue Felgen, beziehungsweise die Felgen werden irgendwie neu lackiert. Und ja, morgen kann ich ihn wohl abholen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, das war's. Ciao, ciao.